Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. So, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, kommt morgen die neue Season 9. Das heißt, heute ist der letzte Tag der Season 8. War auf jeden Fall eine geile Season, meiner Meinung nach auch eine der besten. Und ihr könnt schon sehen, ich bin mal wieder auf einem zweiten Account, um Arena zu spielen, weil es bockt einfach viel mehr mit Leben pro Kill und Metz pro Kill. Dann hier noch der neue Shop, es gibt neue Skins. Vergesst auf jeden Fall nicht, rechts unter dem Shop meinen Creator-Code einzugeben. ArianFN, dann annehmen. Dann steht er da rechts oben. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Also wie schon gesagt, heute der letzte Tag der Season 8. Easy. Also ja, morgen um wahrscheinlich 11 oder 12 Uhr, denke ich mal, wird dann das Update kommen für die Season 9. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Season fandet, also die Season 8. Und ob ihr euch auch schon auf die neue Season freut. Oh, nice, eine Pump. So, ich glaube, der Tank... Ah, nee, da. Ja, hier sind überall welche. Ja, der war One-Shot. Ja, der checkt es, glaube ich. Hä, hey, ist hier nicht einer gelaufen irgendwo? Alter, was haben die denn für ein Baubattle? Hey, erst macht er so ein Baubattle mit dem anderen. Und dann kackt er so ab. So, aber hier waren auf jeden Fall noch mehr. Ja, im blauen Haus. Digga. Nice. Ich weiß nicht, wo ich jetzt am besten hinlaufen soll, um Gegner zu finden. Also entweder nach Retail oder vorne nach das hier hoch. Ah, da vorne. Hä? Warum ist meine Treppe jetzt verdreht? Ach, da hit, nice. Alter, wenn er mir da den No-Scope gegeben hätte, ich hätte direkt Fortnite gelöscht. Aha, oben. Nein, der ist komplett One-Shot. Okay, der ist tot. So, ich hol mir schon mal den Loot vom anderen. Der ist sowieso tot. Nice. Da kam noch ein anderer. Ich dachte, der hätte mich gesehen.
hat mir noch einen Hit gegeben. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass Fortnite vielleicht irgendwann mal das wieder ins Spiel bringt mit 50 Leben pro Kill und Metz pro Kill. Weil das fuckt halt schon echt ab, dass man dafür immer Arena spielen muss. Und da hinten ist der nächste. Ah, zwei, glaube ich. Mach auf, mach auf, mach auf. Digga. Als ob er das echt gemacht hat. Komm, mach auf, mach auf. Alter, das mit der Treppe war so gut. Fuck, die Zone. Aber ich hab noch drei... Ah, Jump It. Okay, ein Schaden. Ah, da ganz oben ist auf jeden Fall jemand. Ich weiß nicht, lohnt es sich wegen dem Metz jetzt auch zu gehen? Scheiß drauf. Nein! Nein, oder? Alter, genau perfekt, 100 Fallschaden. Ja, da ganz hinten oben. Alter, was geht denn bei denen ab? Warte, da kann ich eigentlich eine Rakete reinschießen. Ich benutze ja eh keinen Raketenwerfer, deshalb kann ich die Raketen eigentlich verschwenden. Warte, zwei. Habe ich gerade beide geholt? Es ist halt so dumm, ohne Hängegleiter so Baubattle zu machen. Komm, ich gehe mal auf den Berg hoch und hol mir den Loot. Ach komm, ich spiele einfach mal die Waffe. Ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, wo sind denn alle? Bitte nicht ernst. Hä? Der ist noch nicht tot? Wie war er noch nicht tot? Also eigentlich kann ich chillen, die Zone ist eh bei mir. Die sterben doch safe am Sturm. Wenn die jetzt nicht hochkommen.
und 360. Warte, ich wusste, 360 machen, wenn die Zone kommt. Obwohl, jetzt heilt er sich, oder? Ja. Ach komm, ich hol ihn einfach nochmal. Ich habe keine Hängegleiter, voll vergessen. Alter, ich habe so vergessen, dass ich keine Hängegleiter hatte. Also, das war's auch schon mit dem Video. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr euch auf Season 9 freut. Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code 1F nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.